Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden. Servus und grüß euch, der Gast aus 307, wieder am Start. Bei mir Manu, mein Podcast-Buddy. Und es geht wieder um Connect, Create, Celebrate und die Live-Moments. Wie spielst du es im Leben? Wie spielst du dein Leben? Viel Spaß. Welcome, Manu. Hi, Daniel. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer. Ja, wie spielen wir denn das Leben mit all unseren Stärken und auch Schwächen und manchmal auch mit unseren Fehlern? Denn heute reden wir über deinen Fuck-up. Right? Wo? Genau, und ich sag, was ist mein Fuck-up? Was ist überhaupt dein Fuck-up? Und ja, wie ist mir gegangen bei der Fuck-up-Night übrigens, zu der du mich quasi verpflichtet hast? Genötigt habe. Übrigens, weil du gerade sagst Fehler, gell? Ich habe ja bei mir im Team, bei meinen Mädels hier, man sagt es mal so, wir haben eine Fehlerkultur, dass es keinen Fehler gibt. Weil ab wann ist ein Fehler ein Fehler? Was ist überhaupt ein Fehler? Wer sagt, dass es ein Fehler war? Also, und da versuchen wir eigentlich, uns so zu minimieren, auch in der Wortwahl, dass wir nicht über Fehler sprechen, dass wir eher ins Verbessern kommen, ins Ausbessern, ins Andersmachen, beim nächsten Mal, hätte man können. Also ganz viele andere Wortspieleleien. Auch wenn es am Ende aufs Gleiche oft rauskommt, kommt es aber doch auf ganz was anderes. Auch diese ganze Psychologie und dieses ganze Thema, wo man sich gegenseitig so ein bisschen behaftet und bespielt, kriegt einfach ein bisschen eine andere Energie und einen anderen Charme. Und ja, das probieren wir ein bisschen bei uns selber aus. Und ich muss ja sagen, was ist ein Fehler? Was ist ein Fehler? Fehler triggern uns ja fürchterlich an, weil wir glauben, ja, seit wir kleine Kinder sind, wir machen was nicht richtig oder wir sind falsch, weil das ja in der Schule auch schon so gelernt wird, dass Fehler nichts Gutes sind. Ist es dir auch so in der Schule gegangen? Schau mal, bis zum 16. Lebensjahr sagen dir deine wichtigsten Personen um dich herum 100.000 Mal das Wort Nein. Nein, das geht nicht. Nein, das darfst du nicht. Nein, das sollst du nicht. Nein, so nicht. Nein, nein, auf keinen Fall. Nein, wieso denn das schon wieder? Immer hörst du Nein, Nein, Nein. Dann kommt dann manchmal sogar mit so einem Handeschlupsen dazu, wo sie dir irgendwo noch auf den Finger hauen, dass du es checkst und merkst. Dann kommt irgendwann der Schulprozess, da kommt die Lehrerin, die schreibt dann mit Rot rein, roter Fehler, dass dieser Fehler, dieser kleine Fehler, was Fehler ist, Rechtschreibfehler, der wird gleich schon so rot markiert, dass er in deinem ganzen Heft rot rausstrahlt. Kannst du dir vorstellen, wie das bei mir mal ausgeschaut hat, oder? Ja, ich war keine Einserschülerin, Daniel. Mach dir mal keine Sorgen. Also bei mir war es einmal ziemlich rot. Befriedigend rot. Ich habe dann immer die rote Farbe gleich schon genommen zum Schreiben, weil dann hat es schöner ausgeschaut. Gute Taktik, die merke ich mal. Und dann auf jeden Fall, nach dem Schulthema kommt dann das Lernen, das Lehren, das Arbeiten. Dann heißt so, jetzt Lehrjahre sind keine Herrenjahre, jetzt wird Vollgas gearbeitet, jetzt muss man wieder buckeln, jetzt heißt es Anstrengung. Und irgendwann kommt der Moment, wo es jetzt heißt, so, Leistung bringen, du musst authentisch sein, komm ins Tun, sei du selbst. Dann denke ich mir, ja, und vor allem, wie soll das gehen? Das kann nicht gehen, das kann gar nicht gehen. Wenn du ein Leben lang immer Nein hörst und du wirst nur eingebremst in dein Korsett, du wirst immer nur zurückgehalten und du wirst immer nur in Strukturen gegeben. In Systeme reingezwängt. Und auf einmal sollst du du sein und wär glücklich. Das heißt, versucht man immer alles zurückzuholen, einzusperren, damit du dein Glück nicht auslebst. Und von einem Moment auf den anderen musst du glücklich sein, ins Tun kommen, dich trauen, lebe deine Träume. Das geht nicht. Und deswegen, ich sage, der ganze Prozess, der jetzt so aufbricht mit Schulsystem, der beginnt schon zu Hause in der Erziehung, der geht dann in das Schulsystem weiter, der geht in die Lehrberufe weiter und das
ist jetzt so der spannendste und so ein cooler Moment, was da momentan passiert, die nächsten Jahre in diesem ganzen Business und Life. Ja, Daniel, das wollte ich gerade sagen. Also wir lernen ja eigentlich die ganze Zeit, dass wir irgendwas nicht können, dass wir nicht richtig sind, dass wir uns anpassen sollen. Und wie du sagst, jetzt in dieser neuen Aufbruchsphase, in dieser neuen transformalen Zeit, heißt auf einmal, du kannst so sein, wie du bist. Also spiel dich frei. Und wir sind es aber gewohnt, in einem Raster zu sein, in einem System festzuhängen. Und viele brauchen ja dieses Gefühl, dass sie irgendwo einen Raster haben. Wenn die plötzlich in die Freiheit gehen müssen oder sollen oder dürfen, dann fühlen sich die ja nicht wohl oder haben auch Angst, Fehler zu machen. Was ist denn jetzt richtig? Du, was meinst du, wie oft Schüler in der Schule zu einer Frage von der Lehrerin eine richtige Antwort spüren? Sie fühlen es, sie sagen es dann. Die Lehrerin gegenüber, aber vielleicht ganz in einer anderen Perspektive ist, ganz ein anderer Typ ist, viel ein konservativer Typ oder ein strategischer Typ oder sieht diese Antwort von einer ganz anderen Richtung und stuft dann. So wie sie es laut Lehrplan ja vorgeben muss, oder? Ja, oder er? Oder wie sie auch als Mensch ist, weil sie hat ja auch ihren Charakter und ihre Werte und ihre Stärken. Und sie kann mit meiner Antwort gar nichts anfangen und sie wird dann eher entweder belächelt von ihr und von den Schülern oder zurückgewiesen oder es falsch eingestuft. Wenn ist dir einmal was passiert, Daniel, als Kind? Erzähl einmal in der Schule. Kannst du dir an irgendeinen Vorfall erinnern, wo du eine Antwort gegeben hast und es war irgendwie beschämend, weil du belächelt worden bist für das? Weißt du, solche Typen wie ich, die so Tausendsasser sind, so viele Ideen haben, ist am Ende aber auch immer gut meinen, die waren natürlich immer sehr belächelt. Und es sind ja immer ein gewisses Muster an Schülern, die immer von gewissen Leuten belächelt werden, die vielleicht ja auch trotzdem ihre Stärken haben, aber die genauso ihre Schwächen haben. Aber hast du das Gefühl gehabt, du bist da immer so durch den Raster durchgefallen? Ja, bei mir ist das aber anders. Ich habe das immer umspielt und überspielt und ich war ja immer schon wortgewandt und habe es einfach in Positiven mitgenommen und mitgespielt. Also, auch mit Schmäh? Mit Schmäh gelöst? Ja, mit Schmäh und mit Witz. Und was ich mitgenommen habe von der Schule, waren ja mehr die Erlebnisse mit Menschen, als wie die Entstehung des Eis und was die Eischale betrifft besteht oder über die Barockzeit und diese ganzen tiefgründigen Rechenbeispiele, was man da bis ins Endliche in Physik und in Mathematik immer so in die Tiefe gelernt hat. Puh, da ist bei mir vom Typus her wenig hängen geblieben, aber die ganzen menschlichen Sachen, dieses Empathie, dieses Fühlen, dieses Spüren, dieses gegenseitig eine gute Zeit machen, dieses sich für Menschen interessieren, kennenlernen, Reaktionen, Aktionen. Also eher so das soziale Gefüge mit verschiedenen Menschentypen hast du schon studiert in der Schule. Und wenn ich zurückdenke, wann bei mir immer so ein Auslöser war, gab es bei mir eine Veränderung? Wann habe ich mich verändert? Ich meine, eh ständig, aber ich war immer schon so. Ich habe immer schon das, was ich jetzt spüre und fühle, nach außen bringe. Das war bei mir eigentlich auch als Kind schon in einer Art und Weise. Nur war es da natürlich noch nicht so greifbar, so zuordnungsmäßig vorhanden, weil ich nicht gewusst habe. Wenn du dann Eltern hast, Freunde hast, die dich dann immer wieder einbremsen oder in so gewisse Strukturen versuchen zu bringen, nein, Daniel, nicht, das gehört nicht so, das macht man nicht so, das darfst du nicht so, immer dieses Nein, dann veränderst du dich natürlich ein bisschen. Hat da deine innere Stimme immer schon gewusst und geschrien, Daniel, das passt so nicht, du musst was ändern? Hast du das gespürt? Ich habe es immer wieder gespürt und dann war immer diese Sehnsucht danach und dann kam halt natürlich von der Sehnsucht, kommt man in eine gewisse Sucht. Das ist mal Sucht, ist mal Arbeiten, ist mal Sport, ist mal Rauschmittel, ist mal Alkohol, ist mal Beziehungen. Also das ist dann die Ablenkung. Aber wenn man immer wieder zu sich zurückkommt, und das bin ich ja zu mir, ich habe ganz, was ich, wie ich auch schon erzählt habe mit Podcast, Jakobsweg oder im Kloster, sind also Momente, wo ich dann immer wieder zu mir gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hey, das ist es gar nicht. Da kommt noch was anderes. Du. Also du warst immer so auf der Suche, auch irgendwie das zu finden, was ist eigentlich mit mir los, was ist meine Leidenschaft, warum bin ich immer so in diesen Systemen, warum scheitere ich da immer irgendwie an mir selber oder am System? Ich habe eins gelernt, meine Werte oder meine Intention
War immer zu schauen, dass dem anderen gut geht. Im Hotel habe ich das gelernt, die beste Spielwiese, sich mit Gästen, Mitarbeitern, Unternehmern, Partnern, Lieferanten, egal wie, verbinden und sich gegenseitig zu supporten und eine gute Zeit geben. Was ja auch dein größtes Talent ist, oder? Ja, Talent, ich habe, weiß ich, das ist ja auch wieder das, da merkt man immer, was man immer anwendet, authentisch von Herzen. Das ist eigentlich das, was dir dann auch am Ende am besten liegt. Und wenn es heißt, folge deinem Inneren, dann könnte ich jetzt wirklich sagen, dass ich es auch im Hotel schon gemacht habe. Zwar Ja. immer mit viel Widerruf, aber im Hotel schon genau das gespielt habe, wie ich jetzt spiele. Ich habe das Hotel nicht Also verlassen. dieses Connect, Create and Celebrate Thema, dieses Verbindende im Kreativsein, im innovativen Neudenken, alle miteinander ins Boot holen, mit ihren Stärken verbinden, das war so das, was du eigentlich immer schon gemacht hast, auch in der Schule. Auch in der Schule, und ich habe die Leute immer in irgendwelche Live-Moments verwickelt, ob man viel angestellt hat oder viel Blödsinn gemacht hat, auch im Hotel. Ich habe immer alle Mitarbeiter und alle Gäste in Projekte verwickelt und immer alle mitgenommen auf eine ganz große Reise, die meistens oder oftmals auch ein bisschen ungewiss war, so wie der Gondelslam jetzt, so wie das School Opening, das Wow-Festival. Das sind alles Projekte, die hat es nicht gegeben. Alle, die daran glauben, sind auf dieser Reise dabei und erleben da auch einfach etwas Neues aus der Komfortzone raus, ausprobieren. Auch einmal Adrenalin, nicht immer Sicherheit, einmal ein bisschen Zweifel, einmal Und Rückschläge. natürlich, Daniel, wir reden ja über Fuck-ups. Auch Fehler sind passiert, oder? Auch immer wieder Fehler. Also passieren ständig Fehler. Aber deswegen sage ich, was sind Fehler? Das sind Sachen, die hätte man können besser machen, aber das wäre immer so. Die meisten warten, wenn ich so in diesen alten Systemen oder in gewissen Systemen arbeite, bis ich sage, so, jetzt haben wir so lange durchgedacht, jetzt kann kein Fehler mehr passieren, dann kann der Event wird nicht stattfinden, weil schon wieder ein halbes Jahr vergangen ist. Und wer sagt denn, dass nicht dann ein anderer Fehler passiert? Also was heißt das Also das jetzt? Tun ist ganz wichtig. Wenn wir nichts tun, dann machen wir auch keine Fehler. Und das Ja. Risiko und den Mut zu haben, Dinge neu auszuprobieren, Dinge neu zu inszenieren, das heißt auch, das Fehlerrisiko ist gegeben. Man sagt immer, hey, trau dich und mach doch und trau dich Fehler machen. Und dann sieht man aber, wenn man dann es einfach macht, dann kommen aber dann auch die immer so in ihren Vorträgen oft sagen, ich kenne ja ganz viele, denen hörst du auf den Vorträgen zu und die ermutigen dich oder ihre Zuhörer, dass sie sich trauen, dass sie es tun sollen, dass sie Fehler machen. Aber wenn dann es getan wird und dann passieren Fehler, dann sind sie sofort immer mit dem Finger da und sagen, ach, das macht er schlecht und das ist nicht gut. Sag ich, hey, auf geht's, lass uns gehen, lass uns es gemeinsam machen und es werden Fehler passieren. Das Coole ist, wenn ich schon weiß, dass Fehler passieren werden, gell, und bei gewissen Sachen ich mir schon ein bisschen einen anderen Plan zurechtlege oder eine zweite Variante, ich habe ja oft zweite, drei, vier Varianten, dann weiß ich, dann habe ich nicht dieses Schockgefühl, nicht dieses Starre und nicht diese Enttäuschung, weil jetzt zum Beispiel bei dem Wow-Festival, ein riesengroßes Festival. Da weiß ich, Daniel, in den nächsten 2 Monaten kommen noch ganz viele Momente, wo etwas falsch laufen wird oder besser laufen sollte oder wo ich einmal eine Fehlentscheidung mache. Und dann nicht Angst davor zu haben, sondern zu wissen, wenn der Moment kommt, wo es mir klar wird, dass es eine Fehlentscheidung wird, dann im richtigen Moment sagen, so, und jetzt ist meine Lösung gefragt. Und auf den Moment freue ich mich. Ich freue Immer mich. diese lösungsorientierte Perspektive zu haben. Aber warte mal, Daniel. Das Also, Manu, das befreit mich vor der Angst, Fehler zu machen. Denn ich habe im Hotel auch viele, viele Sachen aufgerissen, auf 5 Sterne, 4 Sterne, auf 5 Sterne gegangen, mit Mitarbeitern, mit Gästen, wo immer die Angst da sein hätte können vor Fehlern. Aber ich liebe es, Fehler umzuwandeln in Lösungen, die viele Beschwerden. Mir war immer das Liebste, ich von -3 auf 0, auf +2 zu kommen. Immer, ich habe es immer geliebt. Wenn der Gast mich gelobt hat, das war nett. Da habe ich gedacht, ja, geil, cool, dass du es. Ich habe mich für ihn mehr gefreut, dass er es gespürt hat. Ich habe mich nicht für mich gefreut beim Lob. Wenn mich Menschen loben, freue ich mich nicht vordergründig über mich, dass mir die Schulter putzt, sondern ich denke mir, geil, dass es gespürt hat, geil, dass es verstanden hat, was ich erreichen möchte mit dem, geil, dass es sieht, was ich ihm Gutes tun
möchte. Aber hungrig war ich nach Personen, die traurig waren, die alleine am Tisch gesessen sind, die sich nicht entscheiden konnten, die nicht gewusst haben, was mache ich heute für einen Ausflug, die Stress mit der Freundin hatten, die irgendwelche Probleme hatten oder Ja, auch die mehr Beschwerden. motiviert noch und mehr noch in dieses Tun, in diese Lösung zu gehen, mehr in die Herausforderung zu gehen, sie glücklich zu machen. Ich liebe es. Du kannst mich auf jeden Tisch hinstellen, im Restaurant, bei jedem Hotel oder Restaurant und ich spüre sofort, wie die Familie funktioniert, wer wo welche Position einnimmt. Ich sehe sofort, wo ist mehr der Egoismus drinnen, wer ist ein bisschen zurückgezogen, wem fehlt welche Bühne. Und den Menschen diese Bühne zu geben und sie dann auf ihrer Bühne zu verbinden, das war immer das, was ich geliebt habe. Ich habe immer geliebt, wenn es geheißen hat, ein Gast hat ein Problem, ich soll zu ihm an den Tisch kommen, weil ich habe ihn gekommen. Und dann habe ich ihn so gespielt, dass er danach happy war. Happy war. Und wenn es nicht bei allen immer gelungen ist, aber bei sehr, 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 sehr vielen. Kommen wir nochmal zurück zu deiner Aussage, mit dem ins Tun kommen und sich trauen. Es gibt ja viele, wie du gesagt hast, die einfach nur auf der Bühne stehen und motivieren und Impulse geben, aber man geht dann raus und eigentlich hat man keine Ahnung, wie komme ich denn jetzt ins Tun? Und du bist eigentlich der, der das zeitgleich macht. Also du bist immer der, der den Impuls gibt, die Lösung anbietet und dann sofort ins Tun abholt. So war es ja auch beim We Are One School Opening. Also immer Impuls, Reaktion, Lösung und Machen. Stimmt's? Genau. Und ich gehe ja nicht Und das sehr schnell, also sehr dynamisch immer. sehr dynamisch, weil ich liebe die Bewegung. Ich liebe, wenn was weitergeht. Und ich weiß, dass in der Bewegung, im Entstehen, erkenne ich ja dann erst, in welche Richtung. Deswegen tun sich viele mit mir schwer, weil ich mich natürlich nicht immer klar outen kann. Das ist halt, es hat all seine Vor- und Nachteile. Ich kann mich nicht immer gleich klar outen, weil ich sage, hey, es ergibt sich dieses Muster erst. Gondelslam hat sich erst ergeben, was bis zu dem Erfolg. Ich konnte vorher noch nicht 100% definieren, aber ich habe schon gespürt, wie in welche Richtung es will. Und dann gibt es halt noch Änderungen. Gleiche beim School Opening, das wächst. Und dann versucht man viel zu vermeiden und viel auszuprobieren. Aber am Ende immer schauen, dass das Gesamtpaket, dass das Gesamtgefühl und das Gesamtevent ein Erfolg ist. Und dann wieder Daniel, reflektieren warte und mal, da fällt mir lernen. noch was ein zu dir. Das, was du immer machst, das ist ja immer live. Also wir haben ja keine Chance, irgendwie zu schneiden oder Fehler zu vermeiden, so wie bei einer Videoproduktion, wo man einfach sagt, gut, wenn ein Fehler passiert, machen wir die Szene nochmal neu. Es passiert ja immer aktiv. Und es passiert vor allem aktiv mit einem Team. Also du gehst ja immer in verschiedene Locations, mit verschiedenen Teams, mit verschiedenen Akteurinnen hinein und probierst aus. Also das heißt, wir reden da von Kooperationen, die extrem viel verschiedene Charaktere von Menschen ansprechen, die mithelfen. Du bist halt der, weil du manchmal sagst, du kannst es nicht so übersetzen, der die Vision hat, der den Wunsch hat, der das Gefühl für diesen Event hat. Du siehst es auch schon wie einen Film vorher. Und jetzt gilt es eben, das an das Team zu übersetzen, dass jeder so seine Rolle drin findet und das auch, ja, übersetzen kann, wie du es gerne hättest. Und da ist eben die Fehlerquote viel, viel höher, als wie wenn ich so einen durchgetakteten Strukturplan habe, den ich übrigens sehr gerne habe. Aber es ist viel freier, es ist viel cooler, es ist viel dynamischer, es ist weniger steif. Ist es das? Und jetzt kommt die Frage, an das sich erst die Menschen gewöhnen müssen, weil wir es ja nicht anders gelernt haben. Glaube ich schon auf jeden Fall, dass solche Muster und solche neuen Wege mehr und mehr kommen. Die ganze Startup-Szene basiert auf so etwas. Junge Menschen glauben an etwas, machen es, suchen sich Investoren und probieren es. Und in manchen Fällen klappt es und in vielen Fällen klappt es aber auch nicht, oder? Das ist ja das Ganze. Das Ja, man heißt. spürt es vor allem, oder? Man spürt eine Leidenschaft drinnen, das Gefühl, wir wollen was Gemeinsames entstehen lassen. Zu dem bringst du die Menschen hin. Dieses Neue, dieses Andere, dieses Frische, weil es hat ja immer alles noch nie gegeben, was du gerade so initiierst. Und das heißt ja nicht, dass das immer richtig ist, aber ich will sagen, dieses sowohl als auch, sowohl diese alte Struktur
von Geschäftssinn vorher alles kalkulieren und alles sattelfest und schusssicher machen, das kann trotzdem ihren Bereich und ihre Richtigkeit mitnehmen und trotzdem auch dieses Freilassen, dieses Entstehen lassen, dieses Fehler machen dürfen, indem dass es einfach sagen, hey, passt, wir haben gewisse Momente im Auge, wir haben gewisse Zügel, diese Zügel, die halten wir, diese sind die Sicherheitszügel, aber diese vielen kleinen Zügel in der Mitte, die kann man loslassen, wie beim Paragleiter. Da gibt es links und rechts außen die zwei Gleit, die zwei Schnüre, die den ganzen Paragleiter sozusagen halten und steuern, beziehungsweise Richtung vorgeben. Aber die in der Mitte, die können sich entwickeln, die sind frei, die sollen frei und so sehe ich, dass Menschen Freiheit geben und sie einfach entfalten lassen und nur in denen, dass ich sie auch und da ich selber das dann locker sehe und auch selber dann nicht sage, so, das war ein Fehler, sondern sage, okay, passt, machen wir es jetzt anders. Was gibt es für eine Lösung? Ihnen lernen, wie man aus einer Situation, die jetzt nicht unbedingt optimal ist, die schiefgegangen ist, die hätte nicht sein sollen, da die Lösung. Also, wie geht Fehler machen? Fehler geht machen, indem dass man lernt, Lösungen zu finden. Dann traue ich mich, Fehler zu machen. Wenn jetzt jeder sagt zu jedem, trau dich, Fehler zu machen, sagt er, ja, das sagst du so leicht. Und was ist dann mit einem Fehler? Dann frage mal den auf der Bühne, was passiert dann? Ja, dann probieren wir es halt noch einmal. Ja, Aber lerne was ist das die für ein Gefühl? Das ist Sehnsucht. ja dieses Schamgefühl, oder? Dass wir uns peinlich blamieren könnten, dass wir ausgelacht werden, dass wir Na, aber dass als man dumm auch. hingestellt worden. Das ist ja Ja. dieses in der Schule immer bei mir das Thema auch gewesen, wie bei dir wahrscheinlich, wenn man ausgelacht worden ist, hat man das Gefühl gehabt, man ist nicht richtig, man hat was falsch gemacht. Nur es hat halt einfach nicht den Regeln oder der Norm entsprochen. Das ist dieses grausame Gefühl, was ich immer spüre, wo ich auch in meinen Trainings den Leuten immer sage, ist es das? Ist es dieses Angst haben vor dem Blamieren? Ja, Weil du das hast ja ist. auch einen Riesendruck, Daniel. Du willst ja auch super Events machen. Du willst das ja auch richtig machen. Wie überwindet man denn diese Angst, den Mut mehr noch vorzubringen, es zu tun? Also, ich bin auch ein sensibler Mensch, aber mir ist es wirklich egal, was Menschen über mich denken und Freunde über mich denken, weil ich so sehr vielseitig Was auch über bin. die denk, hoffentlich nicht. Ja, aber am Ende des Tages. Am Ende des Tages lasse ich es nicht an mich ran, weil zum Beispiel diesen Stoiker, den ich täglich poste, gell? Der tägliche Stoiker. Was meinst du, wie viele Freunde ich habe, die ich damit nerve? Was meinst du mit meinem Speaking? Was meinst du, wie viele Leute der Podcast nicht gefällt, meine Musik nicht gefällt, der mein Auftritt auf der Bühne nicht gefällt, der meine Art und Weise, wie ich Events mache, nicht gefallen? Was meinst du, wie viele Leute? Soll ich mich jetzt um die kümmern, die das eh nicht gefällt, beziehungsweise die eh ein Problem damit haben oder immer einen Fehler suchen oder kapsle ich die aus, stell die Story rein ins Internet, stell sie in Feed, mach ein Reel über dich, egal was. Hey, schau du es an und denk nur für dich, nur für dich. Nur ich entscheide für mich, ob das passt oder nicht. Was der da draußen dann sich denkt, du darfst nicht nach draußen denken, bleib bei Ist dir. das der Hebel zum Erfolg, Daniel, dass man sagt, ich schalte es jetzt aus, ich konzentriere mich auf meine Stärken und auf diejenigen, die mich mögen, Ja, die mir aber folgen, die anderen ja. interessieren mich nicht? Was ist Erfolg? Was ist Erfolg? Der einzige Erfolg, den es gibt, ist, wenn ich selber happy bin mit mir, zufrieden bin. Das ist der wahre Erfolg. Das andere ist nur ein Versuchen und ein Drumschauen und sich bemühen und. Was ist Erfolg? Wer definiert Erfolg? Wer definiert Fehler? Das ist immer nur Perspektive, ist nur der andere, ist nur eine Wahrnehmung eines anderen. Also ich stelle dieses Reel rein, weil ich mir der Meinung bin, es passt und deswegen fertig. Der draußen, dem gefällt es, dem einen gefällt es nicht, der zerbricht das Maul drüber, der schimpft, der findet es super, der findet es traumhaft. Ich spüre es ja bei mir unterschiedlich, daher ich auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen bin, mit Musik, mit Speaking, mit diesem Ritual. Ich habe jetzt seit 15. Dezember jeden Tag in der Früh, ich habe keinen einzigen Tag vergessen, seit 15. Dezember jeden Tag diesen Stoiker. Ich kriege ganz viele Nachrichten, wie toll, und ganz viele fragen immer noch, wie das Buch heißt. Aber ich verliere natürlich auch viele Freunde, die das dann auf stumm schalten oder nicht sehen können, weil sie nichts damit anfangen können oder weil sie
genervt sind, wie auch immer. Aber das ist so. Das Aber ich glaube, das ist so legitim, sein. Oder? Man muss einfach auch akzeptieren, dass Menschen nein. vielleicht da manchmal nicht am gleichen Level sind oder nein. eben aber, vielleicht aber, noch nicht aber, Dinge ja. annehmen können, vielleicht weil sie sich noch nicht damit beschäftigt haben. Manu, aber ich will damit ja nicht sagen, dass das ist. Ich will andere ermutigen. Das ist das Einzige, um was mir geht. Ich will andere Leute ermutigen, schaut, wenn ich es traue, wenn ich mich traue, wenn ich es mache, aus dem goldenen Käfig raus. Und ich traue mich, Podcast machen, obwohl ich, es gibt viel bessere Podcasts, es gibt viel bessere Musik, es gibt alles bessere. Aber ich traue mich einfach und ich mache es einfach. Und ich stehe auch da, wenn etwas nicht gut läuft. Und ich weiß auch jetzt, dass ich täglich mein wichtigster und bester und herausforderndster Schüler bin. Ich bin mein eigener Schüler, weil ich mich reflektiere. Ja, und vor allem wächst du ja immer an dir selber bei jedem Event, der größer wird, der noch mächtiger wird, sage ich mal, weil du hast ja wirklich mega große Projekte gerade am Start, wächst du ja wieder über dich hinaus. Und das sind Wachstumsschmerzen, die man hat, oder? Du musst ja auch, ich glaube schon, dass du auch wieder mal die Hose voll hast, oder? Ja, klar hat man wieder, aber wenn man dann wieder, das habe ich jetzt auch, wenn ich jetzt an den großen Event denke, denke ich mir, boah, wie soll sich das ausgehen, alles, so viel Arbeit und so viel verschiedene Sachen. Ich brauche nicht jetzt an den Event am Dezember denken, am 16. und nicht heute denke, wie soll sich der 16. ausgehen, sondern ich denke, okay, ich habe es im Plan, ich habe es im Schirm, ich habe meine Guideline, ich habe meine Crew um mich herum und dann sage ich, genau, das muss ich erst morgen ausgehen und das muss ich bis zum Freitag ausgehen, das andere muss ich bis zum Dienstag ausgehen, bis zum nächsten und das sind bis in 2 Wochen, das muss ich bis Dezember ausgehen, das muss 3 Tage vorher sein und wenn das alles so passt, dann geht sich der ganze Event am 16. so aus, wie er sein soll. So, und ich glaube, so. Live-Events, Daniel, also ich jetzt als Live-Moderatorin, auch mit dir auf der Bühne, sind ja die besten Lehrmeister, weil wir müssen ja immer flexibel reagieren können. Wenn am Veranstaltungstag genau das, was laut Plan eben nicht passiert, eintrifft, dass ein Speaker nicht kommt oder der Music Act gerade ausfällt, weil der Flieger hängt, dann muss man flexibel reagieren und lösungsorientiert reagieren. Ich glaube, das ist das beste Learning, oder? Im Live-Event-System. Ich liebe Live-Moments, ich liebe den Leuten, sie zu involvieren, ob das im Hotel bei der Küchenparty war, die Mitarbeiter, die Gäste, die Köche zusammenzubringen und jeder macht was, jeder ist in einer Aktion und jeder ist dabei, die wollen ja auch, die Gäste wollen was tun, die Zuschauer, die Zuhörer, alle wollen am liebsten aktiv dabei sein. Die wollen aktiv dabei sein, also gibt ihnen die Möglichkeit, sie zu involvieren in jeder Art und Weise. Sie brauchen genauso oftmals diese Anerkennung und dieses Mitnehmen und diesen Stolz und dieses, dass sie wichtig sind. Jeder möchte gebraucht werden irgendwo. Jeder. Und wenn Fehler passieren, auffangen, oder? Weitermachen. Fehler ist wichtig und richtig. Und jetzt wieder, Manu, was heißt, wenn Fehler passieren? Was ist ein Fehler? Wenn einmal, deswegen, ich glaube, das ist so ein Wort, da müssen wir sagen, was ist, wenn Fehler passieren? Ich tue mich da ganz schwer, weil ich jetzt mit Fehler, weißt du, Fehler, also ich bin eher, der für Love Storm statt für Shitstorm steht. Ich bin eher der die Fehler die Engel beflügelt, als wie die Teufel immer hochtretet. Deswegen sage ich, die größte Macht, die über unsere Menschheit zusätzlich noch schwebt, ist die ganze Presse. Die Presse, die mit Negativschlagzeilen einfach Zeitungen verkauft. Denen geht es nur um die Zeitungen verkaufen. Und umso schräger und umso schlimmer, umso schlimmer die Headliner ist, die Schlagzeile, umso mehr verkaufen sie. Und das heißt, das ist eigentlich, die machen eigentlich ganz vielen Menschen ihr Mindset kaputt, ihre Seele kaputt. Das, man darf nicht Werbung machen für Rauchen. Gell? Rauchen dürfen sie keine Werbung machen, für Alkohol nicht. Man darf, so viele Sachen darf man nicht. Aber schlechte Nachrichten verbreiten, das darf man. Und dann denke ich mir, das ist ja gerade unser Hauptproblem in der Gesellschaft, dass dieses schlechte Fake News, dass negative Schlagzeilen, die oftmals gar nicht stimmen, dass die einfach vielen Menschen Angst machen, Zweifel bringen, krebserregend,
so viele Ja, Krankheiten oder man entstehen. ergötzt sich an den Fehlern von anderen und fühlt sich dadurch besser, wenn man schlechte Medien oder schlechte Ereignisse sich anschaut, weil man sich denkt, mir geht's eh nicht so schlecht. Das ist auch ein Umkehrschwung, der da passieren kann. Aber Daniel, nochmal zurück zu deiner Fuck-Up-Night. Du hast bei der Fuck-Up-Night auf der Bühne über deinen Fuck-Up, über dein Scheitern gesprochen. Wie war das auf der Bühne, mal die Hose runterzulassen, dass man Fehler zugibt, dass man Fehler gemacht hat, aber auch wieder dadurch eine komplett neue Erfahrung ins Leben geholt hat, nämlich du deinen Neustart, du raus aus dem Hotel, du mit deiner Agentur, du jetzt alleine, deine Stock mit deinem Team. Was ich meine, wie es war, es heißt, ich soll über ein Fuck-Up auf der Bühne reden. Und da sagst du irgendwann, ja, mache ich. Ein paar Tage vorher sage ich, du, über was spreche ich eigentlich? Was ist denn eigentlich mein Fuck-Up? Habe ich eigentlich einen gehabt? Dann schaue ich so in die Welt raus, was in der Welt so überall passiert. Dann denke ich mir, um Himmels Willen, also ich habe alles andere im Leben gehabt als ein Fuck-Up. Ich hab das geilste Leben. Ich spiele es so gut, wie es geht. Ich spiele mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen. Ich spiele mit der Dosis, die mir mal gut tut. Aber ich habe alles andere, aber nur kein Fuck-Up. Dann denke ich mir, um Himmels Willen. Oder habe ich schon ganz viele kleine Fuck-Ups gehabt? Oder hatte ich schon einen großen? Und dann denke ich mir, um Himmels Willen, ich kann ja gar nicht drüber sprechen, weil vielleicht kommt ja mein großer Fuck-up erst in 2 Jahren. Weiß ich ja auch nicht. Vielleicht kommt der ja erst noch. Deswegen habe ich mich da ein bisschen schwer getan. Und dann eben habe ich mich eben mit dir ausgetauscht. Und dann kam eben diese 307. Und dann hat die 307 für mich ganz eine neue Bedeutung bekommen. Denn die 307 war meine Oase, mein Rückzug, mein Studio, meine vier Wände. Das war meins, die 307, wo ich mich immer zurückgezogen habe. Und zwar, wenn ich raus bin ins Business, ins Hotel, ins Unternehmerische, ins Arbeiten, ins Tun, wieder zurück in die 307. Und dann, wenn ich wieder ins Live bin. Live war dann wieder Skifahren, Wandern, Laufen. Marathon trainiert. Live war auch Jakobsweg, Kloster, Nepal, Indien, Panchakarma. Das waren alles dann wieder so Live-Themen. Und immer wieder bin ich aus diesen zwei Welten zurück in die 307. Die 307 war oder ist oder war mein Verbindungs- oder immer noch mein Verbindungsglied zwischen Business und Live. Und so habe ich diese zwei Welten kennengelernt auf ihre extreme Art und Weise. Ich immer alles, was ich mache, auch extrem mache, weil ich liebe es, über die Grenze zu gehen und ich liebe es, auszuforschen. Ich liebe auch, die verschiedenen Perspektiven zu erkennen, aber nicht nur zu erkennen, sondern sie auch zu spüren. Ich wollte immer, ich habe es gespürt, mit den Mitarbeitern zu arbeiten, gefühlt und gespürt. Ich habe War es die mit den Gästen, 307, Daniel? ich habe es mit den, War mit das, ganz, lass mich ja? das kurz noch sagen, ich habe es gefühlt und gespürt, ein Unternehmer zu sein. Hinten, wenn es Probleme gibt und vorne an erster Front, wenn du dich dann präsentieren darfst. Ich habe es gefühlt, gespürt, wie es ist, wenn ein Gast anreist, wenn es ihm gut geht, wenn er eine Beschwerde hat, wenn er wartet, bis hin, wenn er am Abend feiert und eine geile Zeit hat. Ich habe immer das gespürt und immer wieder dieses Connect, Create, Celebrate. Und das war für mich immer dieser Moment, den ich geliebt habe und das Gleiche auch beim Live. Und immer wieder zurück in die 307 und da habe ich mir dann immer wieder reflektiert und Gedanken gemacht, wie ist diese Welt, wie ist die eine Welt? Ich konnte sie nicht verbinden. Ich konnte nur in der einen oder in der anderen sein. Jetzt, durch diese Entwicklung, habe ich es geschafft, in beiden Welten zu sein und sie miteinander zu verbinden und spüre gerade, was ganz vielen Menschen ein bisschen fehlt oder nach was sie sich sehnen. Der eine sitzt in der Businesswelt und der kennt das Live nicht. Und der entwickelt sich natürlich immer stärker in seinem Business, weil das ist das, was er kann. Da ist da, wo er sich wohlfühlt. Da ist da, wo er weiß, wie seine Stärke einzusetzen hat. Weil in der anderen Welt, da ist man unbeholfen oftmal. Da irrt man herum. Da muss man erst durch Türen rein. Da kommt man in den Schmerz. Da kommt man auf Pfade, die vielleicht einem nicht so gefallen. Umgekehrt ist es genauso beim Live. Ich kenne ganz viele Leute, die im Live sind, bis hin in die Räucherstäbchen-Ecke, die dann den ganzen Tag Inhale, Exhale machen, den ganzen Tag nur Mindset und nur die Welt verbessern wollen und nur sich überlegen, wer was falsch macht und nur versuchen, die Welt auf rosa, rot und auf grün zu stellen,
so lang alles versuchen zu ändern, bis ihr Leben vorbei ist, bis die Welt so perfekt sein sollte, dass sie auch nicht geht. Aber das machen sie auch deswegen, weil sie den Zugang zum Business nicht haben, weil sie nicht wissen, wie es geht, ein gesundes Business zu machen, auf eine andere Art und Weise Geld zu verdienen, weil sie würden ja auch gerne vom Business profitieren, weil es Leben ist geil, es Leben macht Bock zu leben, wenn man beide Elemente an sich fügt und beide verbindet und beide nützt, wenn man sie braucht. Und oftmals nütze ich mein Life fürs Business und oft nutze ich meine Business-Ideen und Erfahrung für mein Life. Und das ist das Geile. Und wenn das Leute jetzt ein bisschen mehr noch tun, sage ich jetzt mal zu sagen, so, wo sind meine Schwächen? Ich nehme jetzt nur dieses Riesenrad her. Da sind ganz viele Gondeln. Welche Gondel kenne ich? Die kenne ich eh auswendig und da weiß ich, um was geht. Und welche kenne ich nicht? Nicht da reingehen in die Gondel, die ich kenne, sondern da reingehen, in die ich nicht kenne. Wenn das ganz viele Menschen sich jetzt noch ein bisschen ermutigen, zu trauen, das ist das Tun, das ist das wahre Tun, dann kommen die, sag ich jetzt mal, in ihren beiden Welten, können sie verbinden und werden einfach dann ein bisschen glücklicher und finden das, nach dem sie suchen. Darf ich das nochmal poetisch auflösen, Daniel? Also die 307 war dein Moment der Stille und des Rückzugs, wo es richtig still geworden ist, wo dein Fuck-up quasi ja greifbar wurde, weil du aus irgendeinem Grund erkannt hast, das ist es nicht. Und in dieser 307 war eigentlich deine Stimme, deine Seelenverbindung dann plötzlich zu dir da. Ich muss jetzt eins sagen, Manu, ich bin ja immer Single gewesen, eigentlich eine Langzeit. Ich habe schon die eine oder andere Beziehung gehabt zu ganz netten Frauen und besonderen Frauen auch, denen ich sehr dankbar bin. Aber großteils war ich alleine und ich wollte aber nie alleine sein. Deswegen habe ich immer wieder auch Freunde und Menschen mit in die 307 genommen und habe da sie bei mir übernachten lassen oder habe da oben noch ein bisschen gefeiert, wie auch immer. Also die 307 war jetzt, wollte ich dir nur sagen, nicht immer nur ein Raum der Stille und des Rückzugs. Ich bin ja auch mit dir in der 307, also da ist es auf keinen Fall leise, aber es wird auch immer sehr deep mit dir und das finde ich ja ganz cool, weil man den Daniel von dieser Seite kennenlernen dürfen und nicht immer nur den, der was nach draußen der Entertainer ist und solche Momente gibt es ja auch, also wo man seinen Rückzug braucht. Ich würde sagen, die Fuck Up Night war eine tolle Bühne. Es war ein tolles Erlebnis mit dir on stage, weil ich war ja mit dabei und ich habe das mitbekommen, die Energie, wie du diesen Fuck Up oder dieses Verändern, Aufgeben, Neugestalten in dein Leben auch mit Humor übertragen hast. Und das war eigentlich das Coole an der Sache, dass man gemerkt hat, es ist jederzeit möglich, sein Leben zu verändern und man darf im Nachhinein drüber stehen und auch das Gute sehen. Es war ja nichts Schlechtes in deiner Vergangenheit. Du hast dich einfach weiterentwickelt und du wolltest was Neues machen. Und das ist ja das Geniale, dass du genau das jetzt machst, was dich immer ja schon im Hotel und in deiner Kindheit angetrieben hat. Und Daniel, ich sage wieder vielen Dank. Jawohl, und schreibt uns auch, wie euch der Podcast gefällt. Danke. Ciao. Ciao. Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß. Hey!